Einen wunderschönen, irgendwie brechen gerade Dinge zusammen. Nochmal, einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde ein bisschen was erzählen über den Status quo von Ultraschall, was wir seit dem letzten Workshop vor einem halben Jahr so alles gebaut haben und was die Entwicklungen sind, die euch in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen werden. Wir erinnern uns, mein Ausgangspunkt vor anderthalb Jahren war, es sieht desaströs aus in der Podcast-Szene, was den Bereich der Aufnahme aufgeht, wohingegen Mastering, Metadaten, Publishing und so weiter wir schon viele coole Tools auf Open-Source-Basis uns selber gebaut haben innerhalb der Szene. Nur für die Aufnahme selber, da herrschte also bitteres Regenwetter. Ich hatte diese Grafik hier, um die Strategie von Ultraschall zu zeigen, nämlich ein System, was eigentlich so ziemlich alles kann, gefühlt, was man für Podcasting braucht, was aber denkbar schlecht konfiguriert und hässlich und irgendwie insgesamt schon eher bäh ist, durch diverse Tricks dahin zu schieben zu einem Sweet Spot, wo man sowohl gute Features hat für Podcasting als auch einfach zu benutzen und dass das Ganze einigermaßen ästhetisch aussieht. Früher war das hier so der Claim und dem das Ganze ging. Wenn man also sich Reaper anschaut als Aufnahmesoftware, war die gängige Reaktion eher die hier. Und wenn man sich so die normale GUI anschaut, wie ein Reaper aussieht, wenn man es frisch installiert, kann man das auch schon nachvollziehen. Wenn man irgendwie etwas länger auf dem Mac unterwegs ist und eigentlich nur so einen roten Rekordknopf haben will, ist dieser Clusterfuck hier insgesamt dann doch ein bisschen betrüblich. Aber das hatten wir schon beim letzten Mal. Wir haben das eigentlich, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Das heißt also, die Oberfläche, so wie sie Stand heute aussieht, ist dieses hier. Das ist auch schon viel charmanter. Dahinter liegt aber exakt dieselbe Codebasis. Das heißt also, es ist jetzt wirklich nur ein Theming, Elemente rausgeworfen, neue Podcast-Elemente reingebaut. Das geht halt dank der offenen Architektur von Reaper, auch wenn es selber kein Open Source ist, schon relativ gut. Wem das hier noch etwas zu trist ist, wir erinnern uns, Sven hat eine ausgesprochen wohltemperierte Farbkoloristik noch drüber gelegt, sodass man also auch den Farbausdruck seines Podcasts da voll gerecht werden kann. Das waren die ganzen Features, die ich letztes Mal vorgestellt hatte. Die werde ich jetzt darum auch nicht alle wiederholen, sondern wirklich einen Diff machen. Meine alte Präsentation ist ja noch publiziert auf YouTube. Da kann man sich das also quasi so als Teil 1 anschauen, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Letzter Blick in die Historie. Wie viele nutzen das Ganze eigentlich? Klare Antwort, ich weiß es natürlich nicht. Das hier ist aber mal die Downloadrate von Ultraschall 1.1, das heißt also von der letzten offiziellen Release. Und da sieht man, das kleckert also immer so ein paar pro Tag. Insgesamt habe ich eine Downloadzahl von 515. Das finde ich relativ viel. Ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass schon 515 Podcasts jetzt hier mit Ultraschall laufen. Auf der anderen Seite ist dieses Installer-Paket auch so unsexy, dass man es eigentlich nicht runterlädt, wenn man nicht irgendwas ernsthaft damit vorhat. Also ich weiß nicht so genau, was ich mit dieser Zahl anfangen kann. Einfach mal eine Quick-Poll ins Publikum. Wer von euch nutzt schon Ultraschall? Bitte mal Handzeichen. Ja, das ist ja doch schon ganz erklecklich. Wer überlegt, das eventuell zu nutzen, aber traut sich noch nicht so richtig? Das ist auch, für die haben wir dann heute Nachmittag vielleicht was. Wer von euch nimmt Audacity? Hindenburg? Was haben wir noch? Ableton? Ach so, naja, ich hoffe, ihr habt hinten die Kamera jetzt so weit, dass ihr das immer alles mit drin habt hier. Also okay, also die Reaper-Fraktion ist gefühlt schon doch klar in der Mehrheit hier alles richtig gemacht. Alle anderen werden jetzt hoffentlich im Folgenden noch überzeugt werden. Die letzte Präsentation hatte ich beendet mit einem Feature, was ich versprochen habe, dass es sehr bald kommt und bis heute ist es nicht da. Meine Grundthese, das Kabel muss überwunden werden, unsere Kinder sollen in einer Welt ohne Kabel aufwachsen. Insbesondere bezog sich das auf die Situation der Einspieler. Ja, das heißt also, wie bekomme ich Jingles eigentlich in meinen Podcast rein, wie bekomme ich irgendwie einen YouTube-Clip rein, was auch immer. Der gängige Weg bisher war, man hat entweder Spezialsoftware, wie das Soundboard auf dem Mac, was irgendwie seit 2 Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird, oder ich mache irgendeinen Analogzuspieler, den ich dann mit Kabeln dran packe. Und die Situation ist ja einigermaßen absurd, wo ich das ganze Audio schon digital vorliegend habe, warum kann ich es nicht direkt in der Aufnahmesoftware auch reinbringen? Und von daher war genau der Schluss meiner letzten Präsentation, so, wir machen jetzt Einspieler in Reaper. Und dann, still ruht der See, passierte monatelang nichts. Das hatte diverseste Gründe.
Es war nämlich technisch, so wie wir uns das vorgestellt hatten, extrem schwierig, extrem fizzelig, unter anderem deshalb, weil das Framework, auf das wir da aussetzen wollten, die sogenannten SWS-Extensions, Open Source, und so im Reaper-Umfeld entstanden, mittlerweile als Projekt gefühlt ziemlich zusammengebrochen sind. Die haben also seit 4 Monaten keine Release mehr gemacht und von daher sind wir da jetzt einen anderen Weg gegangen und dieser andere Weg kam daher in Form von Daniel Lindenfeld. Der war bisher jetzt noch nicht in meinem Ultraschall-Team drin, aber der hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, oh, ich mache seit vielen, vielen Jahren Audio und ich kann das alles und ich code C und das wird alles ganz großartig. Und man hat dann ja immer erstmal so eine gesunde Zurückhaltung und denkt sich, naja, soll er erstmal liefern und soll man erstmal schauen. Das war aber dann doch alles sehr schnell sehr vielversprechend und für diese Audio-Einspieler hat er dann auch schon doch ziemlich abgeliefert. Tim hat da immer so die schöne Formulierung, er kam dann mit dem beidhändigen Breitschwert, um dann da mal richtig durchzugehen. Fragt man sich immer, wie sieht sowas eigentlich aus? So ungefähr haben wir uns das vorzustellen. Und er hat da in der Tat an, ich glaube, insgesamt 2 Nachmittagen ganz schön was auf die Beine gestellt. Und das würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil es ist up and running und doch schon einigermaßen großartig geworden. Das ist hier unser Reaper. Ich habe sehr übersichtlich jetzt hier mal einfach nur 2 Spuren drin. Das untere ist die Einspielerspur und hier unten rechts ist jetzt unser Soundboard direkt in der Reaper-Oberfläche. Das erste, was wir sehen, ist, es ist hier reingehängt als ein normaler VST-Effekt. Das heißt also, wir sind weggegangen von der SWS-Architektur, die wir uns ursprünglich ausgesucht hatten, und haben ein völlig standardkonformes, kompatibles Steinberg VST-Plugin geschrieben. Also nicht wir, sondern Daniel, der mit dem Zweihänder. Hat den Vorteil, unser Einspieler funktioniert beispielsweise auch in GarageBand. Ja, das heißt also, jede Audio-Software, die irgendwie VST einbinden kann, unser Soundboard sollte funktionieren. Das Soundboard läuft jetzt so, dass als Ordnungsprinzip ich das Dateisystem nehme. Das heißt also, ich habe hier Soundboard laden, gehe irgendwo in mein Dateisystem rein, habe also hier Podcasts, habe meine ganze Reihe an Podcasts alle laufen, nehme jetzt hier mal WikiGeeks, Gott hab sie selig, und öffne Trailer neu. Dann lädt er mir sämtliche Audiodateien, die in diesem einem Verzeichnis sind, automatisch rein. Die hatte ich vorher schon drin, da sieht man jetzt keinen echten Vorher-Nachher-Effekt. Wir haben länger darüber nachgegrübelt, ob das der richtige Weg ist oder ob man noch eine komplette Verwaltung jetzt hier innerhalb der GUI hat, mit drauf runterschieben und so weiter. Ich war immer der Meinung, das Dateisystem ist eigentlich eine ziemlich stabile Geschichte. Ich kann über die Benamung relativ gut regeln, was ist oben, was ist unten. Ich kann mit diversen Unterordnern arbeiten. Eigentlich können wir das alle ganz gut, Drag und Drop rein und so weiter. Von daher denke ich, in einem ersten Schritt kommt man damit schon ganz gut klar. WikiGeeks, der Podcast des Dialogs. Die Umsetzung sieht so aus. Ich habe jetzt also einfach hier Play-Buttons für die verschiedenen Sounds. Ich habe die Restspielanzeige hier. Und mal gucken, kann ich das ein bisschen reinzoomen? Jawohl, das sollte klappen. Ich sehe den Fortschrittsbalken, wie er läuft. WikiGeeks, der meinungslastige Podcast. Ich kann den Sound pausieren lassen mittendrin. Ja, dann geht das hier so in einen Pausemodus, den ich dann weiter fortführen kann. Ich kann diverse Sounds übereinander stapeln. Ich kann die Sachen abbrechen. Und ich habe auch einen Play-Indikator. Das heißt also, wenn ein Sound einmal komplett durchgelaufen ist, WikiGeeks Meta, dann bleibt danach dieses Stoppzeichen so ausgegraut stehen. Ja, das heißt also, wenn ihr wisst, ich will innerhalb meiner Sendung irgendwie insgesamt 10 Jingles raushauen, aber das sind immer unterschiedliche und ich möchte mir nicht merken, welchen habe ich jetzt eigentlich schon gespielt und welchen nicht, ist das also ein schöner Indikator, dass man sehen kann, so sieht das Ganze aus. Ihr könnt ihn dann auch wieder zurücksetzen, indem ihr hier drauf drückt, dann ist das Ganze wieder resettet und geht von vorne los. Ein Klick in der Zeitleiste, oh, das ist, glaube ich, nee, es ist nicht buggy, sondern die Spalte ist nur nicht breit genug durch den Zoom hier, würde umschalten dazu, wie lang ist der Sound insgesamt. Ich habe noch ein paar weitere Parameter, die ich festlegen kann. Zum Beispiel habe ich hier eine
Lautstärke pro Sound, weil häufig ist es so, dass mein eigentliches Soundboard schon ganz gut normalisiert ist, weil ich habe die Sounds irgendwie mir selber alle gebaut, die sind alle gleich laut. Ich habe aber irgendeinen Einspieler von extern, habe keine Lust, den noch groß irgendwie durch ein Audio-Processing durchzuladen. Dann kann man hier entsprechend auch eine Audio-Einstellung vornehmen. Und das, was wir als letztes gebaut haben, ist noch was besonders Schickes. Dadurch, dass es ein VST-Plugin ist, ist es relativ einfach, sich da auch von außen dran zu hängen. Ja, das heißt also, wenn ihr ohnehin schon, sagen wir mal, eine Räusper-Taste per Remote umgesetzt habt, könnt ihr jetzt hingehen, euch entspannt auf euer Sofa setzen. Hands-free ist ja sowieso irgendwie der Ansatz, den man haben möchte. Und dann geht man hin und sagt, es lohnt sich jetzt übrigens gut, auf den Sound zu hören. Ja, das heißt, ihr könnt also beliebige Einspieler über MIDI oder über OSC, über sämtliche Devices, die ihr irgendwo habt, fernsteuern. Der Sound gerade war übrigens ein kleiner Teaser auf einen der ersten zahlreichen Wikigeeks-Nachfolger. Ihr könnt jetzt also schauen, was genau da eigentlich an Sound verbaut wurde. Das gibt euch einen guten Hinweis darauf, worum es in diesem Podcast gehen wird. Das heißt also, dadurch, dass man, eigentlich wollte ich erstmal dahin, genau, OSC hat, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur jetzt mit einer Remote hier zu agieren, sondern wir können uns auch relativ einfach eine Oberfläche für ein iPhone oder ein iPad basteln. Ja, das heißt also, wir sind jetzt sehr dicht davor, wir werden das für die nächste Release dann mal so als Preset mitliefern, eine schöne Touch-OSC-Oberfläche, wo man seine ganzen Einspieler dann auch über iPhone und über iPad losschicken kann, dann sind wir auch mal die Remotes los an der Stelle. Das wäre also jetzt dieser Feature-Strang hier zu dem Soundboard, organisiert über das Dateisystem als sauberes VST-Plugin. Man kann verschiedene Presets verwalten, sowohl Presets pro Podcast als auch mehrere Presets pro Podcast. Start, Pause, Stopp, bereits gespielt, regelbare Lautstärke, MIDI-OSC-Steuerung. Ich glaube, das wird da draußen schon eine Menge Probleme lösen und damit hat sich dann Daniel, glaube ich, auch sauber reingespielt in die Riege derer, die sich hier um Ultraschall verdient gemacht haben. Er guckt jetzt, glaube ich, nur im Stream zu, aber bitte einen donnernden Applaus für Daniel im Stream. Ein paar Brot- und Butter-Features, die ich in die 1.2 reingebaut habe, wo es jetzt also nicht ganz so fancy ist, was aber, glaube ich, so den Alltag doch ganz gut beheben würde. Das erste ist eine direkte Konsequenz von dem letzten Podcast-Workshop, wo ich auch so ein kleines Panel hatte, so was könnte man wie machen. Und in dem Kontext kam die Idee auf, wir können nicht alle Features als Buttons in die GUI reinbauen, wollen das auch gar nicht. Die sind aber über die Menüstruktur extrem weit verstreut und man findet da eigentlich nicht so wirklich das, was man sucht. Und der Gedanke war dann, wir machen einfach ein einzelnes Podcast-Menü oben rein. Reaper erlaubt das relativ entspannt. Und dort finden sich sämtliche Funktionen, die ich als User brauche und die anderen Menüs kann ich eigentlich komplett ignorieren und brauche sie richtig gehend gar nicht mehr. Das heißt also, das Heilsversprechen ist, dass mit den Icons, die ihr jetzt hier seht an der Seite, sowie diesem einen Menü, ihr vollumfänglich eigentlich das Ultraschall Reaper benutzen könnt. Was ich hier auch reingemacht habe, ist den Workflow abbilden. Das heißt also, wir haben oben den Bereich Setup mit den Schritten oder Menüeinträgen, die vor der Aufnahme wichtig sind. Die Sachen, die ich eventuell während der Sitzung mache, da kann ich mal nochmal die Shortcodes dann entsprechend reinholen. Und drittens dann, was man in der Post-Production hat. Ich glaube, das wird eine Menge Übersicht bringen, beispielsweise solche Sachen wie Räuspertasten, wie ist das jetzt genau mit den Spuren, wann ist da die Automation richtig eingestellt. Das wird sich durch dieses Menü, glaube ich, doch sehr gut vermitteln lassen. Die nächste Geschichte, die wir machen, ist Multitrack-Export für Auphonic. Auphonic hat ja jetzt Multitrack-Editing. Dafür ist Reaper ziemlich gut aufgestellt. Da muss man auch gar nicht so viel dran ändern. Ich werde eine kleine Automation noch mit reingeben in die Release, dass automatisch alle Spuren markiert werden und dann der Multistem-Export angeworfen wird. Das heißt also, mit zwei Klicks bekommt ihr aus eurer Aufnahme schön Auphonic-Multitrack-Dateien raus, ohne dass ihr da noch irgendwie groß Aufwand betreiben müsst. Die werden auch parallel gerendert, das sieht dann schon alles ganz sexy aus.
auch eine Geschichte, die einfach so als Handreichung für Neueinsteiger ist, die erstmal mit einem guten Preset starten wollen. Wir bauen die nächste Release so, dass automatisch der Dynamic Prozessor und der EQ für Podcasting-Zwecke optimiert ist. Ja, das heißt also, wer beim letzten Workshop bei unserem kleinen Audio-Nerd-Workshop dabei war, weiß, dass so eine Anhebung so um die 100, 110 Hertz sowas Sonores, Autoverkäufer-Stimmungsmäßiges mit reinbringt, also Vertrauen und Sympathie auslöst bei den Menschen, und dass wir oben irgendwie so bei 11K so ein bisschen den Schmelz in der Stimme betonen, wohingegen wir hier die Rumpelfrequenzen weghaben wollen und die ganz hohen Höhen, wo auch nur noch Rauschen ist, das dann ein bisschen rausfiltern. Das ist also so ein Grundsetup für den IQ, mit dem man eigentlich ganz gut arbeiten kann. Und das rechts ist dieses Spezialviech von Apple, wo ich einen Limiter, einen Expander und einen Kompressor alles in einer einzigen Oberfläche habe, wo ich schön ein sanftes Noise Gate habe, kein hartes Noise Gate. Das heißt also, ein bisschen Rauschen wird rausgefiltert, aber es ist nicht so komplett extrem 0,1. Nach oben hin ein schön sanfter Kompressor. Da fragen sich auch immer viele Leute, wie soll ich das eigentlich einstellen? Und da liefern wir einfach ein Ultraschall-Preset mit, was, wenn man eine Spur anlegt, normal automatisch schon mit reingelegt wird, muss man sich also auch nicht mehr drum kümmern. Das sind also alles solche Sachen, die wir versuchen, als Preset schon mit reinzubauen. Ein anderer Punkt ist, dass das Dateimanagement in Reaper ein relatives Chaos eigentlich war bisher. Das heißt also, an alle möglichen Stellen im Dateisystem, wenn ich einfach ein Projekt gestartet habe, werden sonderbare Dinge reingeschrieben. Beispielsweise, wo landen eigentlich meine Peak-Dateien, wo landen die Recordings, wo landen denen gegenüber die Projektdateien und die Metadateien. All das habe ich mal komplett durchparametrisiert über die Settings, und es ist jetzt so, dass ihr pro Folge, das wäre also jetzt hier oben LE001, das ist also die einzelne Podcast-Folge, habt ihr wirklich alles systematisch abgelegt in einem einzigen Verzeichnisbaum. Ja, ihr seht also, auf der ersten Ebene habt ihr beispielsweise jetzt die Metadaten, wie die Chapters-Datei, die wir aus Reaper raus generieren, um sie dann auch auf Phonic und dem Podlove Publisher vorzuwerfen. Wir haben die verschiedenen Projektdateien, vielleicht in unterschiedlichen Stati. Wiederum dann im Ordner Recordings haben wir die einzelnen Aufnahmen selber. Und dort gibt es den Unterordner Peaks, in dem dann die Wellenformen vorgerendert sind. Hat den Vorteil, ihr könnt jetzt wirklich diese Hauptdatei nehmen, LE001, irgendwo anders hinschieben, auf irgendeinen anderen Rechner portieren, starten, und ihr habt sofort euer komplettes Setup fertig mit sämtlichen Dateien und wisst jederzeit, wo befindet sich hier eigentlich mein Podcast. Das ist, glaube ich, eine ganz praktische Geschichte. Das nächste Feature ist ein bisschen peinlich, aber, glaube ich, dann auch so cool, dass es selber schon fast das Upgrade auf die 1.2 rechtfertigt. Kurz zur Entstehungsgeschichte. Da saß ich mit Tim auf einer Parkbank auf einem Spielplatz. Und dann meinte er so in seiner typischen Art, du Ralf, dieses Schneiden in Reaper, das ist schon scheiße. Und man ist dann erstmal so gewillt, zu sagen, naja, so schlimm ist es schon alles nicht. Aber letztendlich, irgendwo hat er natürlich einen Punkt. Wenn ich also jetzt mal einfach sage, ich möchte hier an dieser Stelle diese Sequenz hier rausschneiden. Ja, wie war das also bisher gedacht? Ich positioniere also irgendwo meine linke Schnittmarke und sage so, da mache ich jetzt den Cut hin. Dann suche ich mir das rechte Ende irgendwo aus und mache da den Cut. Dann markiere ich irgendwie die ganzen Teile in der Mitte, lösche die raus. Dann gehe ich hier auf den Ripple-Edit-Modus und sehe, dass ich dann alle Spuren zusammen irgendwie rübergeschoben bekomme und habe dann hier meinen Cut. Das funktioniert alles soweit ganz gut, aber ich kann schon irgendwo nachvollziehen, dass es natürlich auch ein ganz klitzekleines bisschen umständlich ist. Und von daher machen wir das ab heute jetzt anders. Wir markieren nämlich einfach diesen Bereich hier und nehmen dieses schöne Werkzeug und boom! Ja, das ist also so blöd und horstig, dass man es eigentlich schon immer haben wollte. Ja, also ihr könnt halt natürlich dann auch hier fein justieren, linkes und rechtes Ende, und habt auch einen Shortcut dafür, dass das also auch nicht immer übers Menü rüber muss. Aber dieses neue Icon hier löscht also im Ripple-Edit-Modus wirklich nur diesen Teil raus und alles andere bleibt erhalten. Das heißt also, auch wenn ich jetzt hier schon eine Kapitelmarke drin habe im rechten Teil,
wo ich natürlich möchte, dass die auf jeden Fall erhalten bleibt, ist das kein Problem. Ja, die wandert dann schön synchron mit rüber. Das wird, glaube ich, so den 0815-Schnitt schon mal tüchtig beschleunigen. Ripple Cut, Raketenforschung. Er macht immer so ein Mini-Fade auf ein paar Pixel. Also was heißt Pixel, auf ein paar Samples. Das ist ein Preset, was man auch einstellen kann in Reaper, wie groß das ist, aber man hat nie den Punkt, dass quasi 128 Amplitude und 0 irgendwo aufeinander laufen, sondern er macht immer so ein Mikro-Merge. Das ist aber eingestellt generell beim ganzen Cutten von Reaper. Die Frage war, ist es destruktiv oder nicht destruktiv? Reaper ist von vorne bis hinten zu 150% nicht destruktiv. Und es hat eine Undo-Historie von, ich glaube, 500 Schritten oder sowas. Das heißt also, auch wenn du einen 3 Stunden langen Podcast hast mit irgendwie 80 Schnitten drin, kommst du von da aus immer wieder zur ersten Form, kannst auch 30 Undo-Schritte überspringen und ähnliches. Die Originaldateien werden sowieso nie angefasst. Das heißt, das, was ich eben gezeigt hatte im Dateisystem, die Original-Flags eurer Aufnahme, die werden nie mehr angegriffen oder editiert, die bleiben immer komplett konstant. Das nächste schöne Feature. Der Manuel hat beim Holgi im Blog am 19. November, ist noch gar nicht so lange her, diese Frage hier gestellt. Danke für die Antworten. Ich denke, ich habe jetzt einen Workflow gefunden. Schon verrückt zu sehen, dass die ganze Software in dem Bereich entweder noch viele Features vermissen lässt oder unglaublich fummelig zu bedienen ist. Selbst mit dem Ultraschall Reaper würden ja die meisten Leute nicht freiwillig arbeiten wollen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wir bräuchten mal Saalmikros hierfür. Hallo? Hallo? Ja? Ich habe jemanden, den ich auch nicht so auf den Podcast-Marathon mache, der hat mir gesagt, so, ist aber schön zu sehen, wie einfach das geht, alles inzwischen. Richte mir das ein, zeigt mir, wie was geht, und dann macht er jetzt auch einen Podcast und hab so ab und zu mal so hier, das geht was nicht, sag ihm kurz, guck mal da noch nach, und dann geht's wieder und der kommt damit super klar. Also ja, nichtsdestotrotz, nicht, also worum ging es ihm denn hier? Das habe ich einfach mal nachgefragt. Und man wird ja älter und sanfter und darum wirklich nur, warum, was fehlt, was sollte anders? Und dann antwortete er, naja, sicherlich könnte ich mir das zurechtfummeln und so weiter. Anders sollte schon das Setup sein. Ich würde mir ein Setup-Skript wünschen, mit dem man alles installiert wird, also Reaper, Theme, Extensions und Soundflower. Gute Idee. Das hat der Heiko mal gebaut, da hinten sitzt er. Er ist der Einzige, der gestern keinen Applaus bekommen hat. Also jetzt bitte mal einen Applaus für Heiko. Wir haben nämlich einen Ultraschall-Installer jetzt gebaut, genauer gesagt er, und so sieht er aus. Ist also generell schön innerhalb der Apple-Installer-Logik gehalten. Man kann am Anfang auch entscheiden, welche Module will ich haben und welche nicht. Also wenn ich das Soundboard nicht haben will, das VST-Modul, klicke ich das halt raus. Wobei wir natürlich schon empfehlen, immer hier das ganze Package zu nehmen. Und dann läuft der Installer durch, wie so ein Installer halt durchläuft. Und am Ende habt ihr die allermeisten der Dateien schon an der richtigen Stelle. Es gibt, glaube ich, genau 2 Sachen, die man dann noch manuell machen muss. Aber aus den derzeit, ich glaube, 12 oder 13 manuellen Schritten reduziert sich das dann also auf 3 runter. Das wird, glaube ich, so die Einsteigerfreundlichkeit noch mal ein bisschen tunen. Was wir neulich am Wochenende auch mal gebastelt haben, sind Ultraschall-Badges, also Spread the Love. Wenn ihr also eine Seite habt, auf die, wo ihr einen Podcast habt, den ihr mit Ultraschall betreibt oder produziert habt, seid ihr herzlich aufgerufen, so kleine schnuffige Grafiken da einfach mal irgendwo anzubieten. Die gibt es dann also auch in dem Installer-Package drin. Und das ist so im Wesentlichen das, was wir mit der 1.2 mit liefern werden. Jetzt kommen wir zu einem etwas traurigen Thema, nämlich Soundflower und Apple. Diejenigen von euch, die in den letzten Wochen ein bisschen mitgelesen haben, wie es insbesondere bei Yosemite gelaufen ist, haben das vielleicht auch mitbekommen. Die Welt war da schon etwas komisch. Sprich,
in den ganzen Betas sah es so aus, als ob wir Podcaster ein echtes Problem bekommen, weil Soundflower sich nicht out of the box installieren ließ. Ja, wir hatten ja unsere Soundflower Ultraschall Edition, die der Marius Eisenbraun uns gebastelt hatte, wo man dann also unten schon schön virtuelle Devices für Skype-Einspieler, für die Skype-N-1-Schaltung, für die Einspielerspuren und ähnliches beisammen hat. Und all das funktionierte letztendlich nicht. Wenn man das also durchlaufen ließ, kamen also immer solche Fehlermeldungen raus. Treiber ist nicht authentifiziert, du versuchst hier irgendwo ein Kernel-Modul zu laden. Lassen wir alles in Yosemite nicht mehr zu. Und das hat uns und auch viele andere, die Soundflower genutzt haben, dann doch in einigermaßen helle Aufregung versetzt, weil das hätte de facto bedeutet, dass also große Teile unseres Setups mit Yosemite nicht mehr funktioniert hätten. Und wir haben dann tüchtig dagegen getreten, haben uns eine Treiberlizenzierung bei Apple geholt, hat auch der Heiko gemacht. Wir sind jetzt also auch lizenzierter Apple-Treiber-Produzent mit Ultraschall. Und haben also die bestehende Soundflower-Distribution so umgebaut, dass sie auch unter Yosemite sauber sich durchinstallieren lässt. Und dann kam die Goldmaster-Version raus und plötzlich, wenn man das alte Soundflower hat durchlaufen lassen, kam diese Zeile dazu, soundflower.txt ist in a hash exception list, allowing to load. Ja, das heißt also wirklich in der allerletzten Sekunde hat Apple gesagt, Soundflower, das scheint doch irgendwie eine Menge DJs und so weiter zu nutzen. Okay, darf rein, schieben wir durch. So, de facto, das kann man wirklich so sagen, haben wir dadurch ungefähr 2 Monate Entwicklungszeit verbrannt. Ja? Weil also nämlich dieses Treiber signieren und gucken, wie läuft das Ganze eigentlich intern, das war schon einigermaßen aufwendig. Ihr hättet jetzt doppelt so viele Features, wenn dieser Scheiß hier nicht gewesen wäre. Das hätte man sich wirklich anders vorstellen können. Weil wir dadurch einigermaßen gefrustet sind, da darf man sich ja immer nicht von runterziehen lassen, war der Wunsch, okay, vielleicht sollten wir das nochmal komplett anders machen. Das hier ist jetzt erstmal so, wie wir es jetzt mit dem unserer lizenzierten Fassung anlegen, ist auch Teil der 1.2-Distribution. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Und hier kommt wieder Daniel ins Spiel. Das Bild kennt er schon mit dem Zweihänder. Und Daniel hat aber gesagt, nein, wir machen das anders. Wir gehen dann nochmal deutlich radikaler ran an das Thema. Und das ist dann der Moment, wo auch irgendwie der Zweihänder nicht mehr ausreicht, sondern da muss dann eher sowas her. Und das, was wir also machen, ist, wir reißen Soundflower komplett ab, wir werfen es schlicht und ergreifend weg, es bleibt nichts davon übrig und wir bauen komplett von null hoch den Ultraschall-Hub, wo wir komplett nur noch auf die aktuellsten Versionen von Core Audio aufsetzen. Soundflower hat absolut eine sehr ruhmreiche Historie, wie ich finde. Es hat uns allen viele, viele Jahre treue Dienste geleistet, aber die Codebasis selber ist so veraltet, dass spätestens mit der nächsten Main Release von OS X das Ganze gegen die Wand fahren wird. Refactoring macht aufgrund der Codebasis nicht wirklich Sinn. Und von daher baut Daniel jetzt gerade das komplette Framework auf Core Audio nach, und zwar wirklich entlang, penibel entlang der offiziellen Apple Guidelines, sodass wir dann also für ein paar Jahre hoffentlich Ruhe haben. Ich habe hier mal einen ersten Screenshot, wie sich sowas dann anfühlen wird. Wir haben dann also beispielsweise ein Admin-Panel, ganz normal in den Apple-Systemeinstellungen drin, wo man sich seine Devices anlegen kann. Bei jedem Device kann ich einstellen, soll es Mono sein, soll es Stereo sein. Beispielsweise ist also Quatsch, halt Skype auf Stereo zu haben. Ne? Es braucht nur Mono. Ich kann den Treiber laden, ich kann Presets laden. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Settings habe, auch von meiner Hardware her, kann ich darüber dann abspeichern pro Podcast. Das wird, glaube ich, alles ganz schnuffig. Das wird auch eine Menge Raketenforschung im Bereich so des Audio-Software-Engineerings nach sich ziehen. Ihr alle kennt jetzt auch so oder habt es schon mal zumindest gehört von den Audio-Knister-Bugs, die wir in Yosemite gerade haben, hauptsächlich durch USB bestimmt. Ein guter Teil davon kommt auch über Soundflower rein. Das heißt also, wenn man jetzt viele Devices in Soundflower anlegt, hat man unter Yosemite schon ernsthaft Probleme. Auch einer der Gründe, warum wir in unserer Distribution die Anzahl der Devices nochmal runtergefahren haben. Ihr habt jetzt nur noch ein AUX und nicht mehr zwei. Ich denke, damit sollte man auch klarkommen. Was Daniel sich hier zusammengeschraubt hat, ihr könnt das da so oben in der Mitte erahnen, so eine Pipe, wo er mit testet. Und zwar hat er jetzt hier einen Soundgenerator, das ist jetzt in dem Fall hier eine Sinuskurve, ich glaube ungefähr 1000 Hertz.
die schickt er durch seine neue Treiberarchitektur, und zwar auf dem linken Kanal. Und auf dem rechten Kanal greift er ab, was quasi durch seine Pipe durchgelaufen ist. Und dadurch hat er in diesem Spectre-Analyse-Programm hier, also das grüne links ist der linke Kanal, das ist sein Originalfile quasi, sein Tongenerator, und unten rechts das rote ist also das, was dann nach seiner Audio-Pipe rauskommt. Und er hat oben so ein Stereospektrometer, dieser grüne Strich hier, das seht ihr jetzt in dem Grau wahrscheinlich nicht so richtig, und sobald der anfängt zu zittern oder ein bisschen nach links geht oder ein bisschen nach rechts geht, sprich sich die Sinuskurve im Audio-Stereospektrum verschiebt, ist das ein Indiz dafür, dass da irgendwo ein Packet-Loss am Start ist. Ja, und dass sich also irgendwo die beiden Wellen auseinander bewegen. Er hat dann auch noch ein Spektrogramm dran und so weiter. Ich würde mir auch wünschen, dass wir hinterher im fertigen Treiber quasi auch so eine Numerik schon haben, so bei deiner aktuellen Einstellung von Puffer und Anzahl der Kanäle zu deiner eingesetzten Hardware hast du so und so viel Packet-Loss irgendwie. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Also da sind wir jetzt schon ziemlich in den Audio-Eingeweiden von Apple unterwegs, aber Daniel macht mir einen guten Eindruck, der macht also wirklich Audio-Kernel-Programmierung seit vielen Jahren. Ich glaube, der weiß, was er tut, zumindest hoffe ich es. Das waren so die Hauptziele, die jetzt demnächst noch vorstehen. Kurzer Blick nochmal auf die Projektseite. Häufig mal gewünscht, auch für Einsteiger. Ich habe auf die Seite gebaut gestern mal einen Vergleich. Welche der Ultraschall-Features laufen eigentlich auf OS X und welche laufen auf Windows? Ja, das werde ich vielleicht noch ein bisschen ausbauen in Bezug auf, was bedeutet das eigentlich so für den Workflow. Bei vielen der Punkten auf der Windows-Seite, muss man sagen, sind auch letztendlich stehende Fragezeichen. Ja, also ja, wir wissen, wir haben kein Soundflower oder Ultraschall-Hub auf Windows, das ist mal klar. Aber es gibt auch Jack und damit muss es doch auch gehen. Ich habe ja diesen Blogartikel bei mir von einem Externen, der dem Ganzen mal nachgegangen ist und dann irgendwie dann doch nach ein paar Wochen eher verzweifelt war. Dann gab es darunter einen Kommentar, naja, jetzt läuft es aber, das ist aber eben noch nicht so richtig durchdokumentiert. Also ich möchte überhaupt nicht ausschließen, dass man eigentlich auch auf der rechten Seite bei Windows überall mal ein Ja hinbekommen könnte. Aber so gefühlt steht der Beweis dafür, dass das Ganze irgendwie einfach und effizient zu machen ist, dann doch noch ein bisschen aus. Aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Was man aber halt sehen kann, so auf der Mac-Seite ist man halt schon irgendwie einigermaßen entspannter unterwegs. Eine Sache, die ich heute Nachmittag in einem Workshop gerne mit euch diskutieren würde, ist, wie machen wir eigentlich so mit unserer Kommunikation weiter? Denn gefühlt ist ja irgendwie doch App.net jetzt so ein ganz klitzekleines bisschen auf dem absteigenden Ast. Merkt man auch schon irgendwie so über diese Veranstaltung hier, wird hauptsächlich jetzt getwittert und eigentlich nichts mehr auf ADN gemacht. Das war so vor einem Jahr komplett anders. Und so ein bisschen Kommunikationsinfrastruktur hier für unser Ultraschall-Projekt, nämlich der Petachat, den wir haben, und die App.net-Accounts, die sind schon ein bisschen irgendwie so in Gefahr. Ich glaube, dass da so die Schwelle für Neueinsteigerinnen in das Thema schon jetzt relativ hoch ist. So legt ihr erstmal einen Account in einem System ein, was gerade schon eigentlich gestorben ist. Ist, glaube ich, gar nicht so eine clevere, zukunftsweisende Strategie. Mir ist aber auch nicht so wirklich eingefallen, wo man jetzt so eine Anwender-Community eigentlich ansonsten vernünftig bespielt. Das können wir gerne heute Nachmittag mal machen. Vielleicht bauen wir ein Forum. Generell muss man sagen, das ist auch so ein anderes Snippet, was mich erreicht hat. Auch wenn Marcel gesagt hat, naja, so schlimm ist es doch alles gar nicht. So dieser letzte Satz hier, das Bestehen der Audio-Routing ist einfach total kompliziert. Würde ich schon auch sagen, ja, im Kern ist das so. Unsere letzte Wikigeeks-Folge, die 50, ist so, ich glaube, 2 Monate nach der 49 erschienen. Und ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden in meinem eigenen Ultraschall-Reaper rumgefrumelt, bis ich also das mit dem Audio-Routing wieder alles so hatte, wie ich es denn eigentlich gerne hätte. Die Sendung danach, die wir dann aufgenommen hatten, noch zu einem der Nachfolgeformate, die war dann total fluffig. Also wenn man dann mal wieder drin ist in der ganzen Logik, geht es sehr schnell. Aber irgendwie sollte so ein System sich auch instantan erschließen, ohne dass man also regelmäßig jeden zweiten Tag einen Podcast damit aufnimmt. Also vielleicht müssen wir da wirklich noch stärker in die Preset-Ecke reingehen, vielleicht braucht man eine andere Art noch von Dokumentation, vielleicht kann man das ein oder andere noch besser automatisieren, auch über sowas könnten wir heute Nachmittag nochmal reden. Grundsätzlich ist ja schon der Ansatz, es soll immer einfacher werden.
Ja, das war die Folie, die ich ganz am Anfang meines Vortrags hatte. Ich komme da nämlich jetzt auch zum Ende. Ihr seht jetzt mal hier rüber geblendet, so was jetzt alles mit der 1.2er-Release dazukommt. Das ist dann doch ein ganz erkleckliches Bündel, glaube ich, mit dem wir ganz zufrieden sein können. Die Grundspielregeln haben sich nicht geändert. Das heißt also, für Reaper selber investiert ihr 44 Euro. Unser ganzer Kram liegt auf GitHub als Open Source released. Und weitere Infos nach wie vor auf unserer Ultraschall-Webseite. Da die Wikigeeks da jetzt doch langsam so etwas unter der Erde liegen, habe ich den mal entfernt und auf FM umgestellt. Die Release der 1.2 mit den ganzen Sachen, die ihr jetzt heute gesehen habt, gibt es in den nächsten Tagen. Ob das jetzt irgendwie eine Woche oder zwei ist, weiß ich nicht genau, aber relativ zügig. Ich muss halt wieder ein Release-Video machen und das ist dann schon alles noch ein bisschen Arbeit, was da reinkommt, die ganze Dokumentation auch sauber durchzuziehen. Aber ich glaube, generell ist unser Projekt hier doch noch immer auf einem ganz schnuffigen Weg und ich freue mich heute Nachmittag auf einen Workshop, um dann noch ein paar neue Feature-Ideen von euch aufzusaugen. Das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank. Jetzt wedelt Claudia hinten ganz hektisch. Ach so, ja, ist halt so. Gut. Mal eben gucken, wie wir auf der Zeitschiene sind. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Haben wir mal irgendwo ein Saalmikro, was wir irgendwo. Mike. Ja, erstmal Dankeschön, das ist ja echt ein Monster cool, was ihr da abliefert gerade. Zu diesem Soundboard. Ersatz, neue Feature. Wenn ich so ein Musik-Jingle abspiele, kann ich das auf so eine Schleife legen? Dass es quasi. Dass es loopt. Dass es loopt, solange bis ich dann quasi live gehe oder sowas? Die funken auf denselben Kanälen. Also der Use Case wäre, ich habe am Anfang irgendwie eine Audio-Loop-Schleife, die läuft die ganze Zeit durch, ist gar nicht aber so arg lang und ich musste nicht selber irgendwie loopen, sondern und wenn die Sendung losgeht, beende ich die. Ja, ist eine gute Idee. Sollte sich technisch relativ trivial machen lassen. Wir müssten gucken, wo wir sie in der GUI unterbringen, weil ich will die halt wieder nicht so klattert und voll machen, aber die Idee ist gut. Ich denke, das kriegen wir noch hin. Mhm. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Auch erstmal vielen Dank für eure Arbeit und eure Mühe, ganz toll. Beim Soundboard wäre es vielleicht auch noch ganz hilfreich, Tastaturkürzel zu haben. Also, dass du mit 1, 2, 3 das irgendwie starten kannst. Du willst ja nicht unbedingt mit der Maus dann da drin rumfummeln. Haben wir überlegt. Kannst du auch machen. Ich finde es ein bisschen gefährlich, sich darauf zu vertrauen, dass Reaper schon irgendwo im Vordergrund laufen wird. Ich glaube, die klassische Aufnahmesituation ist eigentlich die, dass du alles auf einem Rechner hast und dann hast du dann noch deine Textdatei mit dem Ablauf der Folge und du hast das Internet, in dem du irgendwas live nachrecherchierst und du wechselst auch relativ häufig vermutlich irgendwie den Programmkontext und normale Tastatur-Shortcuts werden dann mir ein bisschen wackelig. Was man aber problemlos machen kann, ist das über den Osculator einfach fernsteuern. Das heißt also, das habe ich ja eben gezeigt, ich habe über den Osculator, über die Remote das abgespielt und eigentlich müsste es jetzt sogar auch, ist im Stopp-Modus. Egal, was du im Vordergrund machst, dann kommen die Tasten, die du über Osculator definierst, immer durch. Das heißt also, lange komplizierte Antwort, Shortfassung, ja, du kannst die Einspieler über Tastatur abspielen. Ich mache mal gleich die nächste Frage. Ich bekräftige das auch mit dem Looping und gebe gleich zu bedenken, dass man beim Looping und vielleicht auch so optional darüber nachdenkt, dass er immer weiß, wann so eine Loop fertig ist und dass man es nicht nur anhalten kann, sondern dass man auch sagen kann, beim Ende des nächsten Loops aufhören. Ist so für Loops manchmal, für bestimmte Arten von Sachen, die will man nicht so beenden, sondern die will man auslaufen lassen, wenn sie die nächste Loop und so weiter. Nur so als Anregung. Zweite Frage, dieses Equalizer-Setting für, ruf das doch nochmal auf, für die Stimme. Mhm.
was bestimmte Frequenzen anhebt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es so anerkannt ist, dass für Frauenstimmen da andere Frequenzbereiche ideal sind als für Männerstimmen. Habt ihr das schon berücksichtigt? Wollt ihr das berücksichtigen? Also die sind erstmal sehr, sehr moderat hier, die Anhebungen, die wir da gemacht haben. Also nach der reinen Lehre müssten wir sowieso alles andere absenken und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, endlos drüber diskutieren. Das ist so ein Durchschnittserfahrungswert, den ich bei den Wikigeeks drin habe. Also mit Claudias Stimme funktioniert dieses Preset, finde ich, auch ganz charmant. Es wird natürlich hochgradig empfohlen, für jeden Sprecher das schon noch mal ein bisschen fein zu tun. Aber der Weg ist dann der, dass du diesen Zweierknubbel hier nimmst und halt einfach ein bisschen nach links und rechts schiebst oder ein bisschen nach oben und unten, aber zumindest überhaupt schon mal vermittelt bekommst, so da ist ein Punkt, der macht irgendwas und den kannst du jetzt noch mal fein tun. Das ist einfacher, als wenn du erstmal so einen flachen EQ hast und dir erstmal überlegen musst, wie baue ich überhaupt meine Grundform auf. Ja, darum haben wir den also sehr, sehr sanft, den hörst du also ehrlich gesagt kaum, so wie er hier parametrisiert ist, aber du kannst ihn dann nehmen und je nachdem, was dein Mikro auch hergibt, also es ist fast stärker mikrofonabhängig als stimmenabhängig sogar, kannst dann auf das jeweilige Mikro gucken, wo genau ist da eigentlich der Sweet Spot, zu dem ich hin will. Darum denke ich, kommt man nicht drum rum. Aber man hat hier schon mal, okay, da kann ich hingreifen. Das macht Sinn. Warte, hier kommen die Fachleute. Jetzt kommt die Audio-Abteilung. Also rein aus audiotechnischer Sicht finde ich das nicht sinnvoll. Das ist vielleicht für deine Einstellung gut, aber generalisieren kann man das halt schwierig. Warum ist das nicht sinnvoll? Na, warum willst du da unten bei 100 Hertz irgendwas anheben? Das kommt auf dein Mikro drauf an, ganz einfach. Ja, podcaste mal selber und hör mal, was dieser kleine Peak da Schönes macht. Also, da hatten wir wirklich auf dem letzten Workshop ja entsprechend, wir haben das ja gebastelt, das hörst du sofort. Ja? Dadurch die. Für dich kann schon sein, dass das in deinem Setup super funktioniert. Das bezweifle ich nicht. Aber so generalisieren ist das halt schwierig. Nee, es ist eigentlich nicht. Also es ist einfach mal, es gibt hier bei jeder menschlichen Stimme eine Frequenz, die irgendwo in diesem Bereich hier liegt. Ja, und wenn ja klar, das ist schon logisch. Aber normal, wenn du ein gutes Mikrofon hast, dann ist das besser, wie wenn du da jetzt was anheben anfängst. Tja, also das ist jetzt vielleicht deine Meinung. Tim, kannst du mal das Mikro rübergehen? Also ich kann mir vorstellen, dass wir auch für diesen Punkt zum Beispiel einfach auch noch Mühe einsetzen und zum Beispiel mehr Tutorial-Aufwand betreiben, dass wir einen Mittelweg haben zwischen Presets, die man vielleicht ansetzen kann, wo liegen Frequenzen, wir aber auch erklären, wie setzt man die ein, auf was muss man hören, dass da auch wirklich Fähigkeiten bei den Leuten selber auch eine gute Lösung ermöglichen. Also auch das Verbinden. Also das haben wir uns jetzt auch nicht ausgedacht. Ja, also es gibt zig auch aus dem Radiobereich kommende Tutorials, die genau hier über EQing eingehen, wie ich EQing für Radiostimmen machen soll. Ja, und da sind halt genau diese beiden Sweet-Spot-Peaks drin. Und ich weiß, dass sich zum Beispiel auch das Rechte ankotzt, ja, dass wir selber schon irgendwo anfangen, eine Noise Gate reinzusetzen und da irgendwie Kompressor zu machen. Das würdet ihr von der Auphonic aus auch alles gerne lieber machen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich im Reaper mit dem Schnitt durch bin und mir das anhöre, soll es eigentlich schon ziemlich geil klingen, sodass ich eigentlich fast gar kein Auphonic mehr brauche. Ja, und ich das Auphonic eigentlich nur noch fürs Leveln brauche. Dann habe ich persönlich das Gefühl, ich habe selber meinen Sound so gebastelt, wie ich es gerne selber hören möchte. Da kommen dann solche psychologischen Sachen rein wie Innenohrstimme, dass ich halt meine eigene Stimme immer basslastiger höre, durch den ganzen Resonanzkörper, den der Körper hat, versus das, was ihr hört. Na, und so hier ein bisschen gegensteuern zu können, dass man sich selber auch einfach lieber hört beim Sprechen. Sowas finde ich gerade für Anfänger und für Amateure, die als ersten Effekt immer haben, oh nein, im Mikrofon hört sich meine Stimme mal ganz, ganz schrecklich an. Genau dieses Teil sorgt dafür, dass es sich viel mehr so anhört, wie sie sich selber hören. Das nimmt Angst weg. Ja, und das mag jetzt von der reinen Lehre her alles irgendwie ein Problem sein, aber ich glaube, so für die Einsteigerfreundlichkeit ist sowas sehr, sehr schön. Ja, Software, die Angst wegnimmt, ist doch überhaupt mal das Beste. Bitte? Ja, dann leg doch mal los, Hans. Ja, die ist, geht die wieder zurück zum Soundboard. Gibt es da auch Ducking? Ja. Gut.
Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht verraten, weil das in die 1.3 reinkommt. Man darf sich ja nicht alles wegnehmen, aber eins der Killer-Features für die 1.3 wird sein ein vollautomatisiertes Ducking. Das heißt, ich habe also beispielsweise beim Intro meine Intro-Musik und die ganze Moderationscrew kann sich schon rein moderieren. Ja, also, hallo, hier ist der Ralf und die Musik wird automatisch lauter und leiser gefadet, sodass sich also immer die Stimme durchsetzt und auf der Musikspur ein Kompressor genannt wird, der parametrisiert wird durch die Lautstärke der verschiedenen Sprecher. Ja, das habe ich schon durchexerziert, das ist up and running, ich muss es nur mal in eine saubere Ultraschallfolge screencasten. Aber ich kann es auch händisch machen. Du kannst es auch händisch parametrisieren, aber da wäre ich wieder, dann fängst du wieder an, irgendwelche Automationskurven zu malen und sowas. Nee, ich dachte mit einem Drücker, mit einem Knopf oder so. Zukunft, komm. Sprechen und alles ist geil, da willst du nicht irgendwo drücken. Ja? Also hands-free, Podcast muss hands-free funktionieren. Und noch, weil das so schnell ging, wie sieht es eigentlich mit Linux aus? Ja, da gibt es, glaube ich, Audacity. Viel Spaß damit. Sowas sage ich Tim auch immer. Ja, ich meine, die ganzen Features auch mit dem Ducking, das verwenden wir auch unter Ardour. Da gibt es Sidechain-Kompressor und das funktioniert alles. Es ist halt nicht alles mit Klick und installiert, sondern du bist halt schon so ein bisschen dabei, das dir alles zusammenzustöpseln. Aber im Prinzip geht das. Also ich dachte mir immer, ja gut, ich gebe dem Linux mal eine Chance bei dem Audio. Und ich habe ja, und dann dachte ich irgendwann, ja gut, ich habe ja nicht so den Vergleich, wie toll das in der Mac-Welt alles ist. Aber dann, wenn ich Tim manchmal so ranten höre in der Freakshow, dann denke ich mir, naja, so schlecht ist das hier unter Linux alles auch nicht. Ja, das funktioniert alles eigentlich leidlich gut. So will ich aber nicht zitiert werden. Da hinten ist noch eine Frage am Entwickler. Also erst nochmal Dankeschön für die ganze Mühe und Arbeit. Ich lege mich mal dazu zu dem, was wir hatten hier. Mikrofon immer schön an den Mund halten. Immer schnell was wir sonst noch eben alles hatten. Ein genereller Fade für Soundboard noch. Also so. Dass man aus dem laufenden Sound sanft rausfaden kann. Richtig. Ja, ist auch eine gute Idee. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die GUI. Das aber sehr schön. Wird langsam ein bisschen voll, aber ja, die Idee ist natürlich auch gut. Mhm. Also auch einfach zu machen, weil er halt über VST wirklich überall direkt drauf kann jetzt. Ich habe noch eine Frage, ich lese immer Skype und Skype ist ja auch irgendwie die Wurzel allen Übels des Fernpodcastens. Was ist denn mit Mumble? Mumble ist doch Open Source. Kann man da nicht irgendwie sogar Mumble fest einbauen in Ultraschall oder Reaper? Also vom Grundsetup her funktioniert es mit Mumble genauso wie mit Skype. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir einen N-1-Routing machen für direktes Reinschleifen ohne irgendwelche Kabellage, ist bei Mumble ganz genauso. Ich habe mit Clemens aus der Freakshow mal eine kleine Teststrecke gemacht. Er treibt ja selber einen Mumble-Server und ist da echter Apologet dafür. Ich würde das auch sehr gerne machen, weil die prinzipielle Soundqualität sehr, sehr geil ist. Wir haben dann die WikiGeeks 48-Folge damit aufgenommen, hatten zwei gute Leitungsenden, eins in Göttingen, eins in Berlin, und das war eine totale Katastrophe. Ja, es lief also für 10 Minuten gut und dann brach der Laden wirklich wieder komplett in sich zusammen. Wir sind dann auf Skype umgestiegen während der Sendung. Da war es genau dieselbe Katastrophe, muss man letztendlich sagen. Also es ist wirklich Pest gegen Cholera und Not gegen Elend. Wenn irgendjemand das Problem mal wirklich in den Griff kriegen würde, wäre ich da sehr dankbar. Also ja, es läuft mit Mumble. Es ist also völlig egal, ob du Skype oder Mumble nimmst. Funktioniert ganz genauso. Gefühlt ist es aber derzeit irgendwie keinen Deut besser. Und wir liefen direkt über Clemens Mumble-Server, der also dann eben schon mit viel Liebe konfiguriert und gewartet ist. Also einen besseren wird man wahrscheinlich hier nicht finden in dieser Republik. Und trotzdem war es dann de facto in der Sendung richtig scheiße. Ja, da wären wir bei meinem Thema, das ist natürlich Studio Link, aber da kommen wir später dazu. Ich hatte noch eine Anmerkung zum Thema unter Linux. Also ich habe einen Ultraschall komplett unter Linux am Laufen mit Jack. Das funktioniert. Also es geht auch. Du hast so Ultraschall unter Linux laufen, in einer VM oder wie machst du das dann? Nee, mit Wine. Und das komplette Audio-Routing läuft über Jack und somit hast du es nativ und hast halt nicht den Performance-Verlust durch die Emulation und kannst das eigentlich auch ganz gut benutzen. Ja, okay. Mag's alles geben. Mir macht halt irgendwie schon gerade in den letzten Monaten so diese Statements hier schon immer zu schaffen. Ja, also wenn sich jetzt irgendwer richtig reinnerdet und es nach irgendwie 3 Wochen hinbekommt, das auf Windows zum Laufen zu bekommen und das auf Linux zum Laufen zu bekommen, wunderbar, ich feiere und ehre euch sehr. Mir wäre aber sehr daran gelegen, all diejenigen irgendwie mal vernünftig zu bemuttern, die irgendwie sagen, hey, ich will genau 3 Knöpfe, bitte gib mir einfach 3 Knöpfe. Ja, dann macht man halt ein Ultraschall-Meta-Paket, Debian-Meta-Paket, das man installiert und dann ist auch alles drin. Also
Ja, ja. Also Ralf, an deiner Stelle würde ich zu sowas dann immer sagen, dann mach doch. Genau, mach doch. Duocracy. Oh, ich dachte. Lustig ans Werk. Die eigentliche Frage zum Mumble war, also zum einen, wir nehmen ja auch im Mumble Multitrack auf. Das heißt, ich habe dann halt irgendwie so meine 10 Spuren oder so von jedem, der da irgendwie aufgetaucht ist. Da, ja, momentan müssen wir es halt manuell synken, weil Mumble schreibt halt seine FLAC-Dateien als Einspuren wohin. Wäre halt auch cool. Ich habe überlegt, ob man mit Soundflower nicht so ein 10-Kanal-Device macht oder so, wo dann aus Mumble jede Spur rauskommt, aber direkt in Ding integrieren wäre natürlich auch mal interessant. Und zu Mumble selber, also das, wenn man das halt installiert, dann muss man halt auch erst nochmal an 10 Stellschrauben drehen, bis man da den optimalen Wert hat. Also ich kann da den Blog-Eintrag von Timo Hetzel empfehlen, da steht das eigentlich alles drin. Aber wenn man das nicht macht, dann ist es auch klar, dass das dann auch solche Probleme gibt, wie du da vorhin beschrieben hast. Ralf, was ist denn, da ist noch eine Missing Slide. Ich habe die Slide vermisst, die Revolution im Muting von Tracks. Das ist ja so eigentlich mein klassisches Problem. So, man hat halt immer irgendwelche Geräuspere und andere Sachen. Sprecher husten so vor sich hin und haben die Räuspertaste nicht rechtzeitig gedrückt. Und man will das irgendwie nachträglich machen. Du weißt jetzt wahrscheinlich schon, was ich sagen will. Es ist extrem schwierig, überhaupt erstmal diese Mute ja, ich verbringe jedes Mal, glaube ich, 10 Minuten damit, dieses Setting zu finden, wo man überhaupt diese blöde Mute-Spur einblendet und dann diese Problematik, dass diese Mute-Spur sich kontrolliert wie ein Volume, obwohl es eigentlich nur ein 0-1-Wert ist. Habt ihr da irgendwas machen können? Also wir werden das zumindest insofern etwas lindern mit der 1-2, als dass wir hier erstmal in unserem schönen Podcast-Menü die Automation haben, alle Spuren für Schnitt vorbereiten. Das sorgt dann nämlich dafür, dass man die Mute-Spur schon mal sauber hat. In der Version, das habe ich jetzt noch nicht online, aber das werde ich noch machen, ist, dass es dann auch automatisch in diesem Modus runtergefahren ist, dass man den also nicht mehr händisch auswählen muss, weil es ist, Reaper bedient sich sehr sonderbar, wenn man die Mute-Spur direkt oben in der Audiospur drin hat. Das ist zwar optisch irgendwie ganz schön, weil es dann so schön elegant ist und ich kann jetzt hier auch hingehen und kann dann also hier jetzt irgendwo Punkte rausnehmen und da irgendwie was machen, aber so richtig schön ist es nicht, weil gerade wenn ich eine geschnittene Spur habe, kommt man sich da gefühlt ständig in die Quere. Von daher wird der Preset, den wir ausliefern, der sein, ich drücke oben auf diesen Menüpunkt und alle Spuren werden automatisch in diesen Modus hier versetzt und von da aus kann man dann eigentlich dann doch relativ entspannt diesen hier machen. Ja, das heißt also, du gehst hin und sagst so, diesen Bereich hier will ich noch irgendwie muten, dann malst du das einmal so und dann ist es gemutet. Ja, ist aber jetzt immer noch dieser, ist nicht 0-1. Ne? Ja, es ist nicht 0-1, aber dafür müssen wir wirklich an die Reaper-Entwickler dran. Ja, also da kommt man nicht drunter. Aber es ist, da ich jetzt hier dadurch, dass ich die Spur runtergeholt habe, kann ich jetzt also auch hier unten irgendwo rummalen und laufe also eigentlich dann doch in einem ziemlichen 0-1-Bereich unterwegs. Das, denke ich, wird sich schon ganz gut. Wo siehst du jetzt den Unterschied zu oben? Also was bedient sich da jetzt irgendwie anders? Das ist doch genauso wie sonst auch. Nee, es ist nicht anders, weil du oben teil oder relativ häufig dann die Trackform selber erwischt und plötzlich anfängst zu verschieben. Ach so, weil man, okay, verstehe. Irgendwelche Sachen. Wogegen hier unten hast du jetzt nichts anderes außer deine Mute-Spur. Ja. Ich sehe es ein, dass es an der Stelle nicht perfekt ist. Man hätte jetzt gerne, sobald ich über dem Strich irgendwas male, ist es an und unten ist es aus. De facto ist es ehrlich gesagt auch so. Das heißt also, wenn ich jetzt so eine Form hier malen würde, würde genau dieser Bereich gemutet. Das heißt also, hier verläuft auch wirklich dieser Mute-Threshold. Aber es wäre natürlich schöner, wenn er automatisch nur das eine oder andere Problem malen ist, würde. Ich wundere mich jetzt gerade, wieso passt er denn oben die Audiospur eigentlich nicht an? Wieso? Weil das eine Automation ist. Das heißt also, das ist ja nicht... Aber bei Volume macht er das doch... Bei Volume macht er das, weil ich das so eingestellt habe, damit man das sieht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier noch... Kann man das bei Mute nicht auch so einstellen? Ich gucke mal, daran passt er das immer an. Ja, weil sonst sehe ich halt nicht, wo ich noch muten muss. Also schön und gut, wenn da zwei Linien sind und dass ich da irgendwie weniger Kollateralschäden habe, aber so sehe ich einfach nicht, dass ich das schon bearbeitet habe. Und es gibt halt einfach manchmal so... Podcast, weißt du, 4 Stunden Länge, irgendwie 200 Edit Points und 200 Edit Points jedes Mal irgendwie links einen Klick, rechts einen Klick, runterschieben, schauen, irgendwie, also es geht einfach nicht schnell. Müssen wir nochmal ran. Egal. Ihr könntet das vielleicht nachher weiter diskutieren. Ich würde euch nämlich ganz gerne an dieser Stelle. Auf jeden Fall sind wir fertig. Ralf? Ja. Okay, danke Ralf. Letzter Applaus, super.